Viele haben mich immer wieder gefragt, lohnt es sich in Deutschland noch tätig zu sein als selbstständiger Künstler? Wie kommt man über die Runden? Und vor allem, was verdiene ich? So, als Selbstständiger genießt man nicht die Sicherheit, die man als Angestellter hat. Dafür hast du halt ein möglich höheres Einkommen, was du dir natürlich selbst erarbeiten musst. Das heißt, du musst eventuell mehr arbeiten als ein Angestellter, kannst aber dafür halt gewisse Freiheit genießen. Jeder weiß, er kann aufstehen, wann er möchte. Dafür hat er vielleicht mal längere Nächte, kann aber auch dann dementsprechend seine Preise und auch seine Kunden so gestalten, wie er es möchte. So, aber was kann ich als Selbstständiger verdienen? Ja, das hängt natürlich eindeutig davon ab, wie gut euer Portfolio ist und natürlich, wie stark ihr als Unternehmer seid. Denn schließlich seid ihr Selbstständiger, richtig, Chef. Und als Chef muss man natürlich mehr können, als nur schöne Bilder malen. Man muss sie verkaufen können. Marketing muss also stimmen. Du musst dich präsentieren. Du musst selbstsicher sein und natürlich wissen, was du tust. Denn neben dem ganzen Gekritze und natürlich auch ein bisschen Verkaufsgeschick, musst du auch dein Papierkram beherrschen. Du musst die Zeit im Auge behalten. All den ganzen Kram, den sonst jemand anders für dich macht, wo du halt, sag ich mal, als Angestellter von 9 bis 5 arbeitest und dann in Ruhe nach Hause gehst, der liegt dir jetzt auch auf dem Buckel und dann musst du dich drum kümmern. Tja, wenn du jetzt als Angestellter irgendwas zwischen 3.500 bis 5.000 Euro vielleicht verdienst, kannst du als Selbstständiger halt deutlich mehr verdienen. Wie viel ich jetzt verdient habe, sage ich am Ende, weil ich möchte jetzt ja auch kein Angebervideo machen oder nicht flexen oder sonst was, sondern ich möchte ein bisschen aufklären. Ich finde, es ist wichtig, dass man als Selbstständiger oder unter Selbstständigen auch ein bisschen erklärt, was man verdienen kann und über Geld spricht. Gerade im Hinblick auf die Konkurrenz, die jetzt vor allem global sehr stark gewachsen ist. Leute aus China oder Bangladesch mit einem Zehntel des Lebensbedarfs haben natürlich auch ein Zehntel des Preises und dementsprechend ist es halt wichtig, dass euer ganzes Image und das, was ihr verkauft, echt stimmig ist. Das heißt, als Unternehmer müsst ihr einfach die beste Version von euch selbst präsentieren und dem Kunden halt zeigen, warum er jetzt hier doch den einen oder anderen Euro mehr bezahlen sollte. Tja, letztendlich ist es so, Berufsanfänger schreiben immer wieder in Facebook oder Foren, ja, ich habe mal eine Anfrage irgendwie und der möchte jetzt einen Preis genannt werden. Was kann ich so an Stunden oder Tagessatz verdienen? Was kann ich nehmen? Ich habe irgendwie so an 150 Euro gedacht. Irgendwie sowas liest man öfters und dann kommen natürlich die ganzen etablierten Artists auf die Barrikaden und sagen, hey, 150 Euro, du machst die Branche kaputt. Erstmal ist das nicht deine Schuld dann, wenn das so ist. Gerade im Hinblick auf die auf die Konkurrenz aus Bangladesch und Co. Und natürlich musst du immer auch beachten, wenn du Berufseinsteiger bist, dein Portfolio nicht so stark bist, du hast vielleicht noch sehr viel zu lernen, der Overhead mit dir zu arbeiten ist relativ groß. Das musst du alles einkalkulieren, weil die Leute, die mit dir arbeiten, dann natürlich auch Zeit investieren und so gesehen Geld kosten. Das heißt, je mehr du angeleitet werden musst, desto günstiger musst du einfach sein, damit sich das auch irgendwie rechnet. Ne? Also du nimmst halt in Kauf dafür, dass du günstiger bist, dass du halt dich ein bisschen mehr um den Freiberufler kümmern musst, damit das Ergebnis halt so vielleicht, oder was heißt das Ergebnis, dass die Arbeit, die du ablieferst, ist egal, ob das das Ergebnis oder auch die Kommunikation ist, halt so zufrieden läuft, dass du halt als Firma weiterarbeiten kannst. Ne? Also man nimmt dann natürlich bestimmte Einbußen in Kauf, wo man jetzt sagt, okay, hier, ich brauche nur ein paar Holzkisten designt oder so, da brauche ich halt jetzt hier kein Anthony Jones oder whatever, sondern hole ich mir jetzt einen Berufseinsteiger, der macht mir ein paar coole Kisten, da freue ich mich drauf, der hat ein paar Euro verdient und das funktioniert auch genauso gut. Für die Spezialisten gibt es da natürlich immer besondere Jobs, irgendwie, weil die was besonders gut können. Ne? Also ihr seid dann Spezialisten für Monster oder für Environments oder was auch immer und ihr habt Stärken, die Firma vielleicht irgendwie abdecken muss. Und dementsprechend werden die halt besser bezahlt, weil es halt wenig Leute gibt, die das abdecken. Aber gerade als Berufseinsteiger, es gibt einfach super, super viele Artists, ist egal ob im Concept-Art-Bereich oder Illustrationsbereich, es gibt super viele Artists, die genauso gut wie du, ich oder halt viel besser sogar sind. Und dementsprechend ist es halt auch ein schwer umkämpftes Feld. So. Ja, deswegen finde ich 150, 200 Euro für einen Berufseinsteiger auf jeden Fall schon mal gut. Damit müsst ihr halt schauen, dass ihr halt viel Auslastung habt, damit ihr gut über die Runden kommt. Ach, scheiße, ey.
sorry Leute, Kamera war ein bisschen heiß, dementsprechend musste ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Also, ja, mit diesen, sagen wir mal, 3.500 Euro im Monat, die ihr dann vielleicht verdient, weil ihr gut ausgelastet seid, im Optimalfall, kommt ihr natürlich schon mal ganz gut über die Runden. Vergesst auf keinen Fall, so 30-40% beiseite zu legen, damit ihr später auch die Einkommensteuer bezahlen könnt. Das ist wichtig und sollte auf jeden Fall nicht vernachlässigt werden, denn ihr wollt keinen Stress mit dem Finanzamt, glaubt mir. Daher immer dran denken, Einkommensteuer kommt auf jeden Fall, es sei denn, ihr verdient halt so wenig, dass ihr davon auch eigentlich theoretisch gar nicht leben könnt. So, natürlich, je erfahrener ihr seid, desto größer euer Kundenstamm ist, desto besser werden auch eure Verdienstmöglichkeiten. Ihr seid vielleicht weiterempfohlen worden, vielleicht kommt ihr dann auch mal ein paar AAA-Games ran oder vielleicht sogar Filme oder Serien produzieren und so werdet ihr halt mit der Zeit auf jeden Fall einen qualitativ und wirtschaftlich interessanteren Kundenstamm irgendwie erreichen und hoffentlich dann auch mal ein bisschen mehr verdienen als halt ein Angestellter. Ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber das ist wichtig, weil als Angestellter habt ihr halt, wie gesagt, den Arbeitgeber, der euch halt die Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Krankenversicherung und was weiß ich nicht alles zahlt, vielleicht noch hier Sonderleistungen und so ein Kram, das müsst ihr alles selber tragen. Das heißt, gerade die Krankenversicherung, die kann richtig wehtun. Da muss man sich natürlich entscheiden, privat oder gesetzlich. Da kann ich gerne mal ein Video zu machen, wie ich mich entschieden habe und was ich vielleicht dem einen oder anderen empfehlen würde. Welche Workarounds es da gibt, dass man halt vielleicht als Berufseinsteiger noch mal ein bisschen sparen kann. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn ihr ein bisschen mehr darüber erfahren wollt. Ansonsten, wie gesagt, beim Arbeitgeber wird das alles bezahlt und ihr müsst das alles selber tragen. Dementsprechend achtet darauf, dass ihr dieses ganze Geld, was ihr dann vielleicht verdient, gerade im ersten Jahr, wenn man noch nicht so viel Ahnung hat, vielleicht noch nicht so wirklich mit Steuern in Berührung kam, nicht alles auf den Kopf hauen. Also ich finde immer so 50% beiseite legen, auch für vielleicht schlechtere Zeiten irgendwann mal, sind auf jeden Fall gut. Davon könnt ihr die Steuern am Ende des Jahres bezahlen und halt vielleicht nochmal ein bisschen was überhaben, sodass ihr im nächsten Jahr vielleicht einen kleinen Puffer und im übernächsten Jahr einen größeren Puffer, halt einen Puffer aufbaut, falls es mal nicht so gut läuft oder ihr krank werdet oder was auch immer. So, ja, wenn ihr mit 150, 250 anfangt, dann ist das halt schon mal ganz gut. Aber ihr braucht natürlich ziemlich viele Aufträge, um nach halt finanziell einfach auf eine gute Basis zu kommen. So, jetzt werden natürlich viele sagen, okay, damit werde ich nicht reich. Was mache ich, wenn ich mehr verdienen will? Ja, wie gesagt, besser wirtschaften, euch besser verkaufen, besseres Portfolio. Das kommt mit der Zeit. Aber wenn ihr dann mal soweit seid, dann könnt ihr auch richtig Geld verdienen. Also, ihr werdet es immer schwer haben, bei kleinen und mittleren Unternehmen halt einen hohen Tagessatz zu kriegen. Das heißt, wenn da jemand mit 500 Euro um die Ecke kommt, da schlucken die meisten mittelständischen Unternehmen schon mal. Das kommt natürlich darauf an, was so eure Arbeitsgeschwindigkeit angeht, als auch der Output generell. Aber ihr müsst natürlich immer darauf achten, dass eure Preispolitik so ein bisschen zum Unternehmen passt. Und es kann ja nicht jetzt sein, dass ihr sagt, okay, ist egal, ob das halt ein Zwei-Mann-Team ist oder ein Indie-Team oder was auch immer, da setze ich den gleichen Preis an wie bei Crytek oder Ubisoft oder was auch immer. Da kriegt ihr auf jeden Fall Probleme, dass die Kunden euch einfach wegrennen, weil da gibt es deutlich günstigere Artists, die genauso gut sind, wie gesagt. Und der Mehrwert ist für diese Unternehmen gar nicht da. Wenn die euch dann einen Monat buchen oder so und ihr kostet dann halt 20.000 Euro, dann tut das schon mal richtig, richtig weh. Dafür könnt ihr halt jemanden anstellen ein halbes Jahr und dementsprechend habt ihr da halt sehr, sehr geringe Chancen dann genommen zu werden. Deswegen schaut vielleicht, dass ihr vielleicht Fixpreise macht. Aber wie gesagt, wie man Preise gestaltet oder so oder wie wir halt Preisabsprachen mit den Kunden tätigen, das können wir gerne auch noch beim extra Video besprechen. Ja, so mein Tagessatz lag dann irgendwie bei 400 Euro irgendwann, was wo relativ gut ankam. Also es wurde immer ein bisschen geschluckt, aber dafür habe ich halt eine sehr spezielle Lösung für Probleme geliefert. Das heißt, ich wurde halt, weil ich eine bestimmte Nische abgedeckt habe, recht gut gebucht und dann halt auch für größere Summen mal. Und so konnte ich dann halt trotzdem relativ verdienen. So, aber was habe ich verdient? So. Ich habe immer wieder gehört, dass andere halt, ich sage jetzt mal übertrieben, mit Nudeln und Ketchup um die Runden kommen. Und ich musste ehrlich gesagt selten mal auf den Euro gucken. Klar wird es auch mal ein bisschen knapper irgendwie an der Oberfläche. Bin auch schon mal einmal fast auf Null gewesen, so ist es auch. Also es läuft nicht immer rund. Aber grundlegend kann man schon mal sagen, dass ich so im Jahr,
am Anfang vielleicht halt so 60.000 bis 70.000 gemacht habe und dann so die letzten Jahre so 120.000 bis 160.000 Euro. Das war jetzt halt komplett Selbstständiger. Also da war keine Firma dahinter, nicht, sondern ich habe halt selbstständig halt das damals verdient, weil ich halt gute Projekte manchmal hatte. Ich habe aber auch kleine Projekte mitgenommen. Ne? Also ich war mir nicht zu schade, dann auch für, weiß ich nicht, 1.000 Euro oder 600 Euro mal ein Cover zu machen. Das kleppert sich auch. Dann muss man halt ein bisschen schneller sein, damit sich das halt wieder ausgleicht. So, ne? Also wenn du dann ein gutes Cover in einem halben Tag vielleicht fertig kriegst und der Kunde super happy ist, umso besser. Dann kannst du halt auch viel annehmen und dann stackt sich das wieder und du kannst halt auch ordentlich verdienen. So, das ist jetzt aber halt auch nicht so, dass man sagen könnte, okay, ich habe jetzt 150.000 Euro im Jahr verdient, dem Jens geht es ja gut, der kann sich alles kaufen, was er will. Das stimmt einigermaßen. Ich habe viel gekauft, immer, ich nenne das mal, ja, das ist halt Unternehmensvermögen anschaffen so ein bisschen. Du hast halt als Concept Artist oder Illustrator nicht so viele Möglichkeiten, dein Geld irgendwie auszugeben, um deinen Unternehmenswert zu steigern oder so. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Druckerfirma hast, dann kannst du große Maschinen kaufen und die kannst du halt über Jahre absetzen und dann hast du halt ein Investment getätigt, was sich halt irgendwie nachhinein auch nochmal auszahlt. Das hat, klar, du kannst dir einen Rechner kaufen, der wird dann über 4 Jahre abgeschrieben oder halt ein Grafiktablett, aber ja, was willst du machen? Druckerpapier abschreiben und Flyer, Visitenkarten, aber jetzt du kannst halt keine 50.000 Euro investieren sinngemäß in irgendwas, was sich dann nachträglich auch nochmal auszahlt. Dementsprechend habe ich immer sehr viele Steuern gezahlt und die Hälfte ging halt immer weg, ein bisschen mehr als die Hälfte sogar. Ich will mich jetzt auch nicht beschweren, aber selbst 150.000 reichen halt jetzt nicht, um, sag ich mal, ein sehr, sehr gutes Leben zu führen. Das heißt, ich habe kein Haus, ich habe kein Porsche oder sonst was. Ich habe halt einen guten Lebensstandard, kann meine Familie damit gut umsorgen, aber ich bin jetzt auch nicht reich. So, ich hoffe, dass das hilft ein bisschen. Ich wünsche mir, dass vielleicht auch andere mal so ein bisschen in Kommunikation treten und vielleicht einfach mal äußern, was sie verdienen. Es geht nicht darum, dass man halt sagt, okay, ich verdiene jetzt mehr als du und ich bin jetzt ein besserer Artist oder ein besserer Geschäftsmann, sondern es geht ein bisschen daran, dass man ein Gefühl für den Markt kriegt und vielleicht halt auch, was ist meine Arbeit wert, was ist mit wem muss ich konkurrieren, wie ist die Preisgestaltung bei anderen, damit ich halt überhaupt ein Gefühl dafür habe, wie ich einen Kunden irgendwie verkaufen kann, was ich mache. Das heißt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Kunst oder mit meinem Design halt 150 mache und du bist vielleicht besser, dann kannst du halt vielleicht 250, 300.000 machen, je nachdem wie gut du bist und wie gut du dich verkaufen kannst. Also ich habe halt auch sicherlich mich mal unter Wert verkauft, nicht nur einmal, aber ich habe auch öfters mal zu teuer irgendwie oder zu hoch gepokert und habe den Kunden dann nicht bekommen, weil es dann halt ein bisschen zu teuer war. Das muss man halt alles bedenken und letztendlich musst du halt immer schauen, dass halt vielleicht auch mal ein Monat oder zwei gar nichts kommt und dann ist es halt gut, wenn du vorher vielleicht gut gescheffelt hast und ein bisschen Pause machen kannst. Ne? Also man sollte nicht vergessen, selbst und ständig, heißt nicht umsonst, selbstständig, dass du auch mal eine Pause brauchst und in der Zeit verdient niemand für dich Geld. Das heißt, schau, dass du immer einen kleinen Puffer hast. Du weißt nie, was passiert, du weißt nie, was kommt. Je mehr Geld du machen kannst, desto besser. Einfach nicht, damit du noch mehr auf den Kopf hauen kannst, sondern dein verdientes Geld ist das an Sicherheit, was du dir selber geben kannst. Ne? Niemand sonst kann dir halt den Lohn geben. Du kriegst kein Arbeitslosengeld. Schau deswegen, dass du immer gut über die Runden kommst und vielleicht noch ein bisschen was in der Tasche hast und nicht von der Hand in den Mund lebst. Ansonsten, hat euch das Video gefallen, lasst gerne einen Kommentar da. Macht ein Abo und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keinen Post verpasst. Und weitere Videoideen gerne in die Kommentare. Ich freue mich auf euren nächsten Besuch. Danke.